So, und herzlich willkommen wieder zu Terra mit eurem Giga Tobi. Und ja, wir sind jetzt immer noch in der Turmbasis. Das hier ist wieder ein weiterer neuer Quest. Yo. Lohnt sich das für mich? Von den Johorn. Jeder einzelne dieser Truppen, bla 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 bla. Das brauchen wir nicht zu lesen. Also, ich zumindest lese einfach so jetzt. Forscher verzweifelt gesucht. Ah, ja. Weil die Hauptquests, welche ich eigentlich hauptsächlich lese, weil das ist ja storytechnisch. Und wir werden also erstmal da melden, bei den Gurney. Der soll unten da irgendwo sein. Sprechen wir mal mit den guten Herren da. So. Wo ist der? Da hinten. Was geht? Bei dir waren wir doch schon mal. Ah ja. Ihr könnt auf mich zählen. Ah, ist ja gar nicht so weit weg. Fehlt euch was? Okay. Seid mir gegrüßt. Sochas riskantes Vorhaben. Okay. Oh, 6000 EP kriegen wir. Ja, kann man gut leveln. Beschützen Socha. Die Karte für dieses Gebiet kann nicht angezeigt werden. Oh, wir können doch nicht zu diesem Schlund. Und warte mal, was stand denn da gerade? Auf Zeit oder? Zeit. Ah. 7 Minuten lang müssen wir den beschützen. Können wir aber noch nicht hin, weil das noch nicht angezeigt ist, weil wir da noch nicht waren. Brücke über den verdorbenen Schlund, und da müssen wir, sollten wir noch irgendwann hin. Aber wir werden erstmal sonst den Upsala Asharak gehen. Vertreib Asharak und seine Schergen von den Höhen von Arun. Wenn wir mal diesen Asharak mal kennenlernen. Da 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 da. Hey, nice Schwert auf jeden Fall. Nice Bogen. Oha, wir sind so weit. Aha. Schwupp. Wir bahnen einfach jetzt so da irgendwie so Weg hin. Da ist zum Beispiel verdammter Schlund, das seht ihr auch unten. Ich werde jetzt gleich ganz quer rechts gehen wollen, aber da können wir jetzt nicht hin. Ach, wir gehen einfach da lang, oder? Da waren wir ja auch gar nicht. Vorratskiste. Was können wir damit machen? Können wir nichts machen? Schade. Was haben die ganzen Vorratskisten hier zu tun? Bestimmt Quest oder sowas. Boah, das sieht auch voll vorhaft aus. Geile Sache. Epic Shit hier. Verjüngerungssphäre. Das ist doch mal nice. Tolle Welt hier. Ehrlich. Das sieht so episch aus, Leute. So episch. Wir kommen zu irgendwelchen Wachen hier. Hey Leute, was geht hier, yo? Priesterlehrling. Ah. Ist nichts für uns. Ist auch nicht so wild. Wir schlagen uns einfach hindurch. Bis zu den Höhen von Arun.
Das ist ja nicht so wild, Leute. Eieiei, was sind das für Kreaturen? Eieiei. Oha. Stufe 9 Viecher. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant, ey. Ja. So. Süßer Ort, Schriftrolle, sehr schön. Ja, kostet ja auch viel. Weil dass wir sie einfach so mal finden, das ist ja auch mal echt Lack. Aua, nicht auf mich drauf springen, auf die zärtliche Figo. So, geht doch. Ha. So sieht's aus. Aruns Steinrune. Ah ja. So, wir smashen ein bisschen, komm. Wir smashen hier ein bisschen, Leute, ne? Ha. Du musst ja auch schließlich stärker werden. Ah, hier, hier. Diese dunkle Aura. Die dunkle Aura, die uns hier, ja, das sieht echt verderb aus. Da kommen wir, glaube ich, noch gar nicht hin. Sieht aber auf jeden Fall krass aus. Eieiei. Haben wir diese Kreaturen schon mal gesehen? Am Anfang? Von dem Prolog da? Alter. Ja. Schön. Den haben wir jetzt gezeigt, den Typen. So. Das sind wieder so Lager. Mit Wiederholungsquest. Ah, Außenposten des verdorbenen Schlundes. Da haben wir ja diesen Perrin. Fragt gleich oder werde zum Narren. Ah, wie soll diese Scheibenreißer also erledigen? Das sind diese ganz komischen Viecher hier. Ah, komm her, du. Zack, zack. Ah, nicht jumpen wieder. Oh. So. Komm. Ja, geht doch. Geht doch. Du stirb! So. Wir brauchen noch 6 Stück von denen. Alter, ihr seid nicht cool. Komm her. Na, komm. Yeah. Doch toll. Boah, die sehen auch voll derbe aus, ne? Die sehen ja richtig böse aus. So, noch mehr Scheibenreißer. Die haben auch Namen, ne? Aber auch schon so Style, wie die da so ihre Klinge da einsetzen. So,
So, vier fehlen uns noch. Und ein Magier. Zählt jetzt nicht mit. Den können wir jetzt auch nicht wieder haben. So. Aber dafür den hier. Es war noch alles farbenfroh, aber jetzt ist wohl nichts mehr so farbenfroh. Weil wir sind jetzt im bösen Terrain. Jo. Komm her, du. Brauchst du nicht da rumjumpen? So. Komm. Ihr müsst nicht abhauen. So, einer fehlt noch. Einer. Wo bist du? Wo bist du? Da. Gefunden. Ah, komm doch her, du. Boah, jetzt können wir Wirbel einsetzen. So, auch erledigt. Alles unser. Jetzt geben wir hier noch die Quest ab. Da, das ist Perrin. Perrin. So, mein Freund. Augenblick, ja? Okay, wir können jetzt auswählen. Wie wird das? Yay! Jetzt hätten wir es geschafft. Sojas. Hätte uns immer noch nicht angezeigt hier. Wo auch immer er sein mag. Der Sojas. Sojas. Aber wir werden noch weiter unser Hauptquest machen. Ne? Angriff auf Charak. Und seine Soldaten. Der Asharak, der. Gucken, was er drauf hat. So, erstmal heilen. Die Viecher sehen auch derbe aus hier. Level 9. Gegen die will ich mal kämpfen hier. Komm her, du. Die will ich mal kämpfen. Boah, geil, erledigt. Oh ja, so. Die laufen. Sieht lustig aus. Okay. Hier ist alles voll so verflucht. Hier können wir hoch. Hier ist Aufklärer. Die Schlacht wird schon gewonnen, lange bevor die Truppen des Schlachtfelds betreten. Planung, Disziplin und Information bestimmen den Ausgang, schon bevor das erste Blut fließt. Ich sammle Informationen, damit die Föderation in Frieden leben kann. Für Valkyr. Yeah!